Was? Der Arsch will uns hier... Ah, was ein Verräter. Okay, you ready? Okay, wir müssen jetzt lernen zu schießen. Ich dachte schon. Endlich schießen wir. Jetzt da drauf. Alright, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. Okay, warum auch immer. Ich dachte schon, der will uns hier verraten. Und den Mord an uns anhängen. Wow, wow, wow. Der steht einfach auf sich ein. First he was in cover behind the barricade. Okay, LB. Get down behind that barrier. Good. I want you to put some bullets in a few things. Ja, warum nicht in die Typen? Warum in den dämlichen Fernseher? Voll. Auf was? Infeuern. Alright, good. By now, the van must have appeared on the scene. Jupp. Jetzt darf ich die eliminieren. Oh, das war knapp. Habe ich Autotarget so ein bisschen, ne? Oh, habe ich den Gehirn rausgeblasen. Voll. Nice. Shooting at the guys over there. Okay. Ey, das war ein Headshot. Verarschen? Endlich am Ballern. There was a shooter firing shots from the passenger window, but he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Okay, den Schläger mit einem Sprungschuss töten. Drücken Sie A, um zu springen, während Sie in der Deckung sind. Zeitlupe. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, wow. Keep going. Come on. Okay, wir müssen den in der Zeitlupe killen. Oh yeah! Ist das geil, wow! Und nochmal! Der lebt ja noch. Oh, wir können sogar die Reifen zerschießen. Wir zerspringen komplett. Okay. Your weapon, officer. Good firing, Way. Pendu! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Way. You understand? Der ist korrupt. Der ist auf jeden Fall korrupt. Know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. Lustig, wie so ein Ami einfach in Hongkong rumläuft. Genauso wie diese Amanda. Was hat das mit der auf sich? Okay. Polizei ist unterwegs. Sollen uns hier mal schleunigst verdrücken. Oh, Baum. Oh mein Gott. Sogar Zeitlupe. Oh mein Gott, die geilsten Sachen passieren. Cops abhängen. Boah, sogar Stufe 2. Aber mit dem Motorrad sind wir schnell unterwegs. Ehrlich gesagt, habe ich die schon fast abgehangen. Oh, da passen wir zwischen. Boah, das ist knapp. Haben die so schnell gedreht? Wie geht das denn? Ja, sicherlich. Kann das wahr sein? Hauen wir ab wieder in die andere Richtung. Steigt doch aus wie ein GTA. In GTA steigen die einfach aus. Und ich meine Reifen zerschießen. Ja. Meine Güte. Genau. Ah, der darf mich nicht rammen oder so ein Scheiß. Ah, der fährt auch nicht gegens Auto. Ich muss den irgendwie abhängen. Seitenstraße, Handbremse ziehen, irgendwas. Ja, fangt mich doch. Irgendwie die Kurven eng nehmen oder irgendwie sowas. Okay, ich komme immer weiter weg, aber ich muss aus dem Radius raus. Das ist ganz wichtig. Ja, raus sind wir. Wow, fast noch mitgenommen. Jetzt ziehen wir die Handbremse, okay. Wir haben eben erfahren, dass Mrs. Schuss, das Tor angegriffen wurde, okay.
Hauen wir am besten mal hin. Klar, wir haben noch einen lustigen Tipp erhalten. Moment, was haben wir gerade gemacht? Wäre eine Mission für die Triaden? War jetzt schließlich grün. Sollten das immer so ein bisschen abwechseln. Aber ich bin dafür, dass wir nochmal eine Mission für die Triaden machen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ist das wirklich so weit entfernt? Jo, relativ weit. Aber da kommen wir locker hin. Der Bam Bam Club. Das geht. Ich habe gehört, die Taxen hier sollen ziemlich teuer sein. Also will ich auf die Dinger verzichten möglichst. Aber wisst ihr was? Einfach mal testen. Hey, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich muss dich ja schließlich anhalten, sonst fährst du mir weg. Halten. Ganz wichtig, halten, damit wir fahren können. Sonst würden wir das Taxi klauen. Das wäre nämlich schon mal passiert. Okay, wo ist denn jetzt so ein Bam Bam Club? Ah, das ist direkte Schnellreise. In GTA her könnten wir uns das aussuchen. Gucken, wie viel das kostet. 310, das ist... Boah, für ein Taxi ist das arschteuer. Ich hätte vorher was essen sollen. Shit, da hätte man was essen können. Egal. What the fuck's going on? Dog Eyes shut up Winston's mother's restaurant tonight. Winston, I just heard. Your mother? She's fine. But two of our people were killed, and a couple customers were wounded. The police are there now. Wait, wait. He went after your family? Dalo, everyone's outside. Waitress, you should fight. Listen up! We're hitting his sweatshop on the waterfront. All his drugs moved to that place. It's how he makes his money. I want it burned to the ground. Siwa runs the operation. Put that punk Gerton in the shadow grave! Don't turn my ear! It's over! Winston, are you sure about this? Of course, I'm fucking sure! Look, what's the chairman gonna say when he finds his warehouse floating in the ocean? He's not gonna like it. But there's no way Dog Eyes walks away from this. So burn the warehouse, but take Suha alive. Put him to work for you, and give the chairman a bigger cut than he was getting from Dog Eyes. Okay. Okay, okay, do it. Bring him alive. Right, boss. Gute Idee. So können wir wiederum mehr Geld machen. Beziehungsweise, wir vermiesen dem einfach sein Geschäft. Okay. Fuck you, ich steig da nicht ein. Wir wollen erstmal für 15 Dollar Eiscreme essen. Mein Gott, ist das eine verflucht reiche Stadt. Da muss ja jeder reich sein. Ein schwarzes Eis? Wow. Oh ja, ist das. Njam, 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 njam. Njam, 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 schmeckt lecker, ne? Oh, wirft weg. Leck zweimal und wirft weg. Okay, aufgefüllt, rein und los geht's. Ich muss natürlich fahren, wie immer. Dog Eyes gotta know he fucked with the wrong people. Yeah, no kidding. Auf jeden Fall. Folgen wir dem Wagen. You're good with your hand, Shen. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. We shouldn't go in shooting anyone. There'll be workers in there. And we need Su while alive. He's worth the fortune. Oh, we're going in shooting. This is Dog Eyes' biggest money, man. They're not gonna give it up without a fight. But you want me unarmed. You're the new guy. Once you're inside, find your own gun. And use it. Believe me. Okay. Whoa, boom. You have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned. Ja, das hat er schon letzte Mal gesagt. Ja, 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 wow, diese Autos, die mal so plötzlich kommen. Ich würde am liebsten da alles in die Luft jagen und denen das Geschäft ordentlich vermiesen. Gegen den heftigen Schlag einfach machen. Okay. I'll look around, you wait for my signal to attack. Dann wollen wir mal sehen. Authorized personnel only. Sind wir doch. Super dafür geeignet, hier reinzukommen. Kann ja anscheinend einfach so rumlaufen. Oh, ich muss sie wieder fertig machen. Immer diese Idioten. Boah, zwei auf einmal. Ah, oh, von der Seite mal so kacke. Oh, komm mal mit.
Ist hier noch einer irgendwie? Ja, wir haben hier so lustige Boxen. Mein Gott, Wade könnte ein guter Wrestler abgeben hier. Bam! So geht's. Weg mit denen. Okay, das war einfach genug. Mal hoch mit dem Teil. Verzichten Sie beim Ringen auf Griff und bekämpfen Sie mit schweren Schlägen. Können wir versuchen. Ah, das ist der Fettsack. Oh, wow. Der Typ versteht keinen Spaß. Okay, Y. Nicht schnell genug gedrückt. Nee. Alter, der macht mich fertig. Ich muss hier erstmal weg. Oh. Mein Gott, der Typ mag mich. Okay. Den konnte ich einfach nur aus, wenn der schlägt. Ja, das ist gut. Das ist gut. Nur schwere Angriffe. Wieder gekontert. Perfekt. Liebe, dass wieder kurz mit seinen Armen fuchtelt und den dann richtig eine knallt. Voll. Perfekt. Und die Beinchen weggezogen. Wird Zeit, dass ich neue Kombos bekomme. Auf jeden Fall. Wenn ein bisschen Abwechslung in den Kampf kommt. Und langsam die Waffe gebaut. Ich habe schon eine Idee, was wir machen. Komm mal her. Ui. In die Fresse. So, du kommst mal mit. Der Ofen ist, glaube ich, richtig lecker. Oh! Eieieiei. Ja, ein nach dem anderen schmeißen wir den nochmal rein, würde ich sagen. Ah, der hat einen Mister in der Hand. Nicht mit mir. Ja. Langsam sitzt das Kontern. Yeah! Oh, ich sehe immer so spät, dass der ein Messer in der Hand hat. Bam! Genau so geht's. Silberling, okay. 5 silberne Städtauszeichnung. Coole Sache. Was ist das? Reicht. So einfach geht's. Okay. Sprungentwaffnung. Springen Sie einen Gegner in Deckung, um ihn zu entwaffnen. Okay. Oh, das war genial. Ich muss davor nochmal andrücken. Oh nein, bitte treff mich nicht. Dann will ich mal sehen. Oh yeah. Und jetzt sogar direkt die Waffe geschnappt. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier so machen müssen. Ja, die schießen. Wir müssen uns wehren. Fliegt auch unsere Tarnung nicht auf. Okay, mal schön auch in Deckung bleiben. Nicht vergessen, wir haben auch die Zeitlupe. Goldmine, okay. Eine goldene Auszeichnung. Wow, 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 wow. Wenn ich blind schieße, gehen die direkt in Deckung. Ich treffe den gar nicht. Jetzt können wir mal durchschießen. Hab auch nicht unbegrenzt Munition. Haben wir auch nicht vergessen. Headshot. Oh, die sind gut. Das ist echt ein geiles Feuergefecht. Kann man ja noch sagen. Okay. Naja, ich weiß. Sprungstoß ist klar. Du gehst nicht in Deckung. Perfekt, sogar einen Kopfschuss hinbekommen. Komplett überrannt. Kann ich den mir auch packen? Jo, ich entwaffne den direkt damit. Okay, sicher, sicher noch in den Hals geschossen. Okay, geh ganz schnell in Deckung. Gleich, wenn beide hochkommen. Jetzt. Ah, nur einen davon getötet. Immer noch Zeitlupe. Gute Sache.
Abyss nachladen, alles klar.